Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Stronghold 2. Hier in der Community-Kampagne des Jahres greifen von Damian das Gnu. Wir sind auf der letzten Map unterwegs und ja, wir müssen den König retten und müssen alle Feinde töten. Wir verlieren, wenn wir sterben und wir verlieren, wenn der König stirbt. Tatsächlich habe ich gerade schon aufgenommen, also so 10 Minuten habe ich reingespielt jetzt. Und das Ding war, ich habe verloren. Einfach so. Ich weiß nicht warum. Ich habe dabei aber auch halt vergessen, die Aufnahme zu starten. Was ein klassischer Move mal wieder von mir war. Keine Ahnung, ist mir noch selten passiert, aber jetzt ist es mir hier, ist es mir tatsächlich passiert jetzt. Und ja. Wir fangen jetzt mal an, Truppen auszubilden. Und wie gesagt, irgendwie ganz komisch. Ich habe jetzt schon 10 Minuten reingespielt. Und ihr werdet benötigt, gleich sehen, was passiert. Also ich werde jetzt nicht spoilern, aber ihr werdet gleich sehen, was passiert. Eure Beliebtheit sinkt. Und komischerweise, ich weiß nicht wieso, habe ich einfach gerade den Niederlagebildschirm bekommen. Ähnlich wie beim Ende der letzten Map. Aus heiterem Himmel und ich konnte mir nicht erklären, warum. Naja. Das Volk hält viel von euch, my lord. So, genau. Ich werde jetzt erstmal auf jeden Fall nochmal ein bisschen Bevölkerung aufstocken. Ehre, ja, da könnte man jetzt mal gucken, dass man hier nochmal ein paar Statuen platziert. Warum eigentlich nicht? Habe ich eigentlich noch sowas wie eine Baumeistergilde? Nö, habe ich nicht. Darf ich auch nicht bauen. Okay. Sonst hätte ich gesagt, okay, ich besetze mal den Pechkessel hier. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. So, wir werden ganz, auf jeden Fall ganz viele Ritter ausbilden. Shire. Aber vielleicht jetzt auch mal auf Schwertkämpfer switchen, weil Ehre und Gold gehen jetzt hier schon ziemlich schnell zur Neige. Also, und beim Söldnerposten, tja, ich denke mal, wir werden Berserker holen. Was ich noch dazu sagen muss, ich habe bei meinem ersten Versuch gerade, habe ich die Diebe mal zum König geschickt. Das geht tatsächlich. Also ich kann den König retten relativ schnell, aber dann triggert eine Aktion, die ich jetzt... Wo ich jetzt einfach mal gucken will, vielleicht hat es dafür gesorgt, dass ich jetzt einfach so random verloren habe. Keine Ahnung. Von daher mal gucken. Eurem Banner. Kriegt auf jeden Fall Pferde. Könnte auch natürlich hergehen, nochmal hier einen zweiten Stall bauen. Das mache ich jetzt einfach mal. So frech bin ich. So, und um Ehre und Geld ein bisschen zu sparen, bilden wir jetzt auch mal normale Schwertkämpfer aus. Die sind vielleicht nicht ganz so crazy stark, aber stark genug. Könnte halt auch mal gucken. Nee, bietet sich hier leider nicht an. Aber hier. Hier würde sich's anbieten. Hier bietet sich auf jeden Fall Baumstämme an, jawohl. Hier bieten sich Baumstämme an. Hier bietet sich auch sowas von Baumstämme an. Hier eigentlich auch. Lul. Junge, Junge, Junge. Ja, eigentlich auch. So, zack. Okay. Waffen benötigt, Shire. Ja, wir brauchen eine Menge Truppen. Sagt nur, was ich tun soll. Und auch eine Menge Pferde. Ja, das sind halt hier hauptsächlich leichte Einheiten. Rekruten benötigt, Shire. Natürlich haben wir auch ein paar Armbrustschützen und so, aber hauptsächlich Streitkommenkämpfer, Lanzenträger, Vogelfreie. Die sollten wir halt mit einer ordentlichen Truppe an Rittern und Schwertkämpfern und Berserkern eigentlich relativ gut besiegen können. Dementsprechend, ja. Berserker halt für die Schnelligkeit. Benötigt, Shire. Das sehe ich mich eigentlich. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Genau. Wieso sehe ich die Musik aus? Ich habe keine Ahnung. Was ist los? Ich speichere mal ganz kurz. Spiel gespeichert. Lade mal neu rein. In der Hoffnung, Musik. Okay, Musik will nicht so, wie ich wohl will. Das ist sehr schade. Verstehe gar nicht, warum. Aber gut, dann ist es halt so. So. Das ärgert mich aber gerade wirklich, muss ich echt sagen, dass die Musik gerade nicht da ist. Die Geschichte wartet. Boah, ich habe gut viele Ritter jetzt. Kann halt gar keine Schützen ausbilden. Keine berittenen Bogenschützen. Nichts.
in irgendeiner Richtung. Also da muss ich wirklich jetzt mit dem auskommen, was ich habe. Also dass keine Musik da ist, das stört mich jetzt schon massiv, muss ich jetzt mal sagen. Spiel gespeichert. Okay, vielleicht lade ich einfach mal ganz kurz neu das Spiel. So, da haben wir wieder Musik, let's go. Sehr schön. So, dann ist das nicht ganz so trist. Okay, jetzt habe ich kein Geld mehr. Obwohl ich krasse Steuern nehme, also. Guten Tag wünsche ich. Aber wir können jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier wieder ein bisschen Kram verkaufen können. Geht ihr erst hier hin, um dann wegzugehen? Krass. Habt ihr aber einen langen Weg vor euch. So. Guten Morgen, eure Geld kommt relativ zügig wieder rein. Aber diese Armee, die ich jetzt hier ausgebildet habe, ist auch sehr kostenintensiv, muss man sagen. Mein nobler Herr. Eine wirklich kostenintensive Armee. Aber die wird halten, was sie verspricht. Da bin ich mir sicher. So, der Falke, ja, der gammelt halt hier seine Base. Chillt hier ein bisschen, spielt ein bisschen also Städtebausimulation. Siedler. Tja, und diese Burg müssen wir einnehmen. So. Was bekümmert euch, Sire? Und da können wir da richtig viele ausbilden. Ich weiß nicht, also die Truppe könnte jetzt schon reichen, glaube ich, um hier durchzugehen. Könnte schon reichen. Aber ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach. Unser beider Schicksal ist eines. 34. Schwertkämpfer, vorwärts! Jetzt mein jeder Ritter ein Pferd? Nee, noch nicht ganz. Eure. Jetzt hat jeder Ritter ein Pferd. Dass ich halt keine Bogenschützen machen kann, das ist halt echt ein bisschen komisch. Ich würde auch noch... ich kann aber auch keine Harnische... Doch, kann ich. Könnte Harnische machen, indem ich jetzt hergehe, hier mal zwei Käsereien platziere. So ein paar Streitkommenkämpfer auszubilden, dieses das wäre schon eigentlich ganz gut. So ein paar schnelle... etwas kostengünstigere Einheiten. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte. Die Streitkolbenkämpfer würde ich neben meinen Schwertkämpfern ehrlich gesagt begrüßen. Daher gehe ich jetzt auch mal vermehrt auf Streitkolbenkämpfer. Und so ein paar Lanzenträger, ey, why not? Ganz ehrlich. Besser, ich hab die und brauch die nicht, die Lanzen, als ich brauch sie dringend und hab nichts mehr. Die Lanzen könnte ich sogar im Zweifel verkaufen. Das ist also ziemlich chillig. Okay, will ich es jetzt schon mit der Truppe versuchen? Ich folge eurem Banner. Ach, warum nicht? Wir probieren es einfach mal. Spiel gespeichert. Gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Marschformation! Arschformation! Auf den Weg! Zum Wegweiser. Sagt nur, was ich tun soll. Meine Herren. Schwertkämpfer, vorwärts! Treibt die Pferde an! Wir werden diesen hässlichen Laden Lanzen vorwärts. Jetzt erstürmen und den König befreien. Die Ritter alleine könnten hier schon ziemlich viel Damage anrichten. Deshalb werde ich die auch als Tanks vorschicken. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Spiel gespeichert. Ja, toll. Geht gar nicht, kann die halt gar nicht alle dahin schicken. Galoppiert! Reiten wir! Warte mal. Sind die gar nicht feindlich? Ach so. Reitet los! Ach so, die sind gar nicht feindlich. Ach, das ist ja entspannt. Wartet. Ich dachte irgendwie jetzt, dass sie mir den Arsch aufreißen wollen. Treibt die Pferde aber an! Ach so, das ist ja relativ entspannt. Mein nobler Herr, reiten wir! Was bekümmert euch, Sire? Sechs Ritter habe ich dort jetzt. Schick ich noch, ich schicke nochmal sechs hin. Reitet los! Vorwärts!
Schatz. Weil ich, wie gesagt, ich hatte gerade schon mal einen Versuch gestartet. Da hatte ich ein paar Diebe hier oben. Dann kam eine Armee von Barclay hier in die Mitte. Und dann habe ich einfach verloren. Einfach so. Kann natürlich sein, dass das hier, Meuchelmörder hochkamen oder so in größerer Zahl. Das kann natürlich sein. Und ich das deshalb nicht gecheckt habe. Möglich ist es. Jetzt kommt hier diese Armee. Unsere Truppen werden angegriffen. Greifen wir jetzt zwei Truppentypen an? Ja, wahrscheinlich die Meuchelmörder. Das kann ich mir echt vorstellen. Geht es in die Schlacht? Ich kann mir echt vorstellen, dass hier... Ach, der König geht raus! Ach, so ist das! Deshalb ist er gestorben! Jetzt macht das Sinn. Die Geschichte wartet! Ja, jetzt macht das Sinn. Galoppiert! Ich töte jeden, der sich nähert! Marschieren wir? Schwertkämpfer, vorwärts! Junge, was für eine Schlacht epischen Ausmaßes jetzt hier. Zum Sieg! Mein nobler Herr! Reihen halten! Erwarte Befehle! So, deshalb ist er gestorben. Was bekümmert euch, Sire? Unser beider Schicksal ist eines. Ich muss den König jetzt beschützen. So ist das. Ein guter Tag zum Kämpfen. Oh Gott. Geht mal alle hier hin. Der König rennt da jetzt gleich rein. Bluten. Mein Schwert ist das eure. Ich folge eurem Banner. König geht da jetzt hin und stirbt da jetzt gleich. Deshalb, ey. Wir kämpfen tapfer. Okay, ich brauche mehr Söldner. Brauche eine größere Söldnerarmee. Die vor allem schnell ist. Rekruten benötigt, Sire. Das Vorratslager ist voll, my Lord. Unsere Truppen werden angegriffen. Okay, sehr gut. Ich muss nur dafür sorgen, dass der König da gesund durchkommt. Nur dafür muss ich Sorge tragen. Rekruten benötigt, Sire. Geht es in die Schlacht? Ihr seid mein Gebieter, Herr. Wo ist er? Da ist er. Die Geschichte wartet. Das Vorratslager ist voll, my Lord. Was sagt ihr, my Lord? So, da läuft der König. Werdet ihr uns brauchen? Beschützt den König! So, Vorratslager voll. Voll mit Holz hier. Oh Gott, die Armbrustschützen. Die werden ein Problem. Ein nobler Herr. Männer an die Waffen! Achte bloß darauf, dass der König heil durchkommt. Was bekümmert euch, Sire? Bereit! Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Bis ans Ende der Welt! Rückzug in die Burg! Vorwärts. Beschützt den König! Unser beider Schicksal ist eines. Den Kuning! Mein Schwert ist das eure! Wir gehen und töten! Sehr schön. Der König ist safe. Stabile Arbeit, Männer. Ich folge eurem Banner. Bin stolz auf euch. Sagt nur, was ich tun soll. Wo ist der Feind? Geht es in die Schlacht? Unsere Schwerter sind die euren. Heute seid ihr alle das Königreich. Mit erhobenem Haupt. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Lasst uns eine Kolonne bilden. So, gut. Können alle wieder zurück. Die Geschichte wartet. Aufsetzen, Männer! Marschieren wir? Okay. Mein nobler Herr, was bekümmert euch, Sire? Kann ja trotzdem alle schon mal reinschicken wieder. Reiten wir! So. Junge, da kommt die Kavallerie. Ihr Reiter von Rohan, was gibt es Neues in der Mark? Okay, da läuft der König. Sehr schön, der ist safe. Wunderbar. Ist aber trotzdem noch die Frage, haben wir jetzt alle feindlichen Truppen besiegt? Nee, sieht nicht so aus, ne? Keine Feinde auf der Karte mehr übrig. Das heißt, irgendwo... Ach, hier. Okay.
Naja, gut, das lässt sich ändern. Ich rieche Blut. Das lässt sich ändern. Dort die paar können wir dort besiegen. Das sollte kein Problem sein. Darf ich jetzt mehr ausbilden? Nee, darf ich nicht. Alter, ihr habt 45 Harnische, Junge. Das ist völlig übertrieben. Diese Harnisch-Produktion, ey, die gehen ja ab wie Schmidts Katze. Diese Harnisch-Produktion. Unser beider Schicksal ist eines. Tut, komm rasch. Okay. König ist safe. Ich glaube, das wird sich gleich erledigt haben. Jetzt geht es nur noch darum, diese restlichen... Wo ist das Problem? Immer mit der Ruhe. Machen wir uns auf. Diese restlichen Bogenschützen, die meine Länderei hier belagern. Platz zu machen. Das Vorratslager ist voll, my lord. Gebt uns den Befehl. Räumt da mal schön auf, bitte, ja? Ich hole das Holz. Unsere Truppen werden angegriffen. Barclay kann einfach gar nichts in der Kampagne. So richtige Null, der Typ. So, haben wir gewonnen. Jawohl. So lübt der Hase. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze, knackige Folge heute. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen, liebe Freunde. Für mehr Stronghold-Content lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann werden wir mal gucken, dass wir dann wahrscheinlich, die nächste Folge wird dann vielleicht wahrscheinlich schon die letzte Folge sein dieser Kampagne. Wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge und ciao.